Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires 2. Wir gehen heute zum Kuschluk-Attentat. Töten Sie in der zweiten Mission Genghis Khans ein Leben für die Rache Kuschluk binnen 20 Minuten. Das ist etwas kompliziert, weil hier möchte ich ganz kurz eben was dazu sagen. Ich habe das jetzt schon tatsächlich versucht ein bisschen. Könnt ihr auch hier sehen kurz. Warte. Ja. Seht ihr auch hier ganz kurz. Ich hatte nämlich Achievement 1 und 2 versucht zu spielen. Bei Kuschluk und so. Aber mir fällt einfach, also ich habe es wirklich probiert mit Siedlung aufbauen und angreifen und alles. Und ich bin ehrlich, das erspare ich euch jetzt einfach mal, weil das könnt ihr selber probieren. Im Endeffekt baue ich mich einfach nur auf und dann werde ich halt irgendwann das Zeitlimit erreichen, dann schaffe ich es nicht mehr. Ich habe es versucht mit Plänklern, mit Pikinieren, irgendwas aufzubauen, aber die Angriffe anfangs im Spiel sind halt so stark. Gerade die ersten Kavallerie-Units, die kommen. Das kann ich auch eben zeigen, was habe ich mich im Speicherstand genau kurz im Angriff gespeichert. Da habe ich versucht hier Industrie aufzubauen, bin in die Zeit gegangen, hat auch gut funktioniert und dann kommt hier schon direkt der erste Angriff. Und spätestens da ist dann halt Ende, weil deine Armee stirbt halt, vielleicht zwei, drei Dorfbewohner und dann kommen halt durchgehend Angriffe. Und genau diesen Teil will ich halt nicht weitermachen, weil selbst wenn du es schaffst, das natürlich logischerweise zu besiegen, kein Ding, habe ich auch, ist ja normal, dann bist du aber trotzdem, sobald du auch nur ansatzweise die Units besitzt, um überhaupt in die Richtung zu gehen, bist du schon bei mindestens 18 bis 20 Minuten und dann hast du keine Zeit, mit denen umzubringen. Das heißt, dieser Weg ist nicht möglich, meiner Meinung nach, und ich versuche jetzt einen ganz anderen Ansatz. Und zwar möchte ich jetzt gerne mit den Einheiten zusammen sofort in Richtung von Kuschluk gehen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Weil pass auf, ich zeige euch das einfach, ist ja egal. Die Karten kennen wir eh schon, das sind die Achievements, die wir hier machen. Pass auf. Ich habe ein Dorf der Taichigut im Norden gesichtet. Vielleicht können wir die Einwohner überzeugen, uns zu folgen. Genau, das werden wir natürlich nicht machen. Es gibt den Weg hier oben nur zum Gold. Das heißt, da kommen wir längst so durch. Es gibt hier unten eine Klippe. Das heißt also, wir müssen hier rein. Also, das hier ist der einzige Ort, an dem wir überhaupt durchkommen. Das heißt, wir müssen durch den Roten durch, um da hinzukommen. Zweite Hürde, die ganzen Units, die er am Weg hat. Ne? Also, sagen wir, das ist eigentlich die erste Hürde. Die gesamten Einheiten, die hier sind. Weil die werden wir mit den Starteinheiten nicht besiegen können. Punkt 2. Hier ist eine dicke, fette Palisade. Das heißt, der wird wegrennen. Punkt 3. Wenn der wegrennt, wird er hier in seine Armee reinlaufen. Und das sind halt massig Truppen, die werde ich mit meinen Starttruppen nicht besiegen können. Ja, das heißt, ich muss mir was überlegen, wie wir in die Richtung von ihm hinkommen. Ihn töten können. Ohne, dass er die Chance hat, zu fliehen. Ohne, dass er die Chance hat, von diesen Einheiten gerettet zu werden. Weil wir können auch keinen Kampf provozieren, während die ganzen Roten uns angreifen. Das heißt, unser Plan besteht aus zwei Dingen. Erstens, einen Weg da rein finden. Zweitens, einen Weg finden, ohne gegen die ganzen roten Truppen zu kämpfen. Mein erster Gedanke, der mir jetzt gerade einfällt, wenn ich das so sehe, ist, dass hier oben keine Truppen sind. Wir könnten versuchen, hier oben lang zu reiten und da reinzugehen. Und versuchen, den hier quasi seitlich anzugreifen. Ich hoffe nur, dass die Palisade... Weil, pass auf, mein Gedanke ist halt, wenn wir es jetzt so machen, könnte sein, weil wir haben das Dorf ja noch gar nicht, dass es gar nicht triggert und er gar nicht wegrennt. Kann ja auch sein. Das wäre natürlich optimal. Aber mal sehen, vielleicht funktioniert das auch gar nicht und wir müssen einen anderen Weg finden. Aber das wäre jetzt so das Erste, was ich da so sehen würde, wo ich sagen würde, das könnte klappen. Jo. Ich habe ein Dorf der Taichigut im Norden gesichtet. Vielleicht können wir die Einwohner überzeugen, uns zu folgen. Wäre natürlich jetzt auch witzig, wenn wir das mit dem Dorf hinkriegen würden irgendwann mal, aber das habe ich aufgegeben, das habe ich jetzt ein bisschen probiert. Ich wüsste nicht, wie man das machen sollte. Aber das ist schlecht. Ich habe die übrigens extra auf passiv gestellt, weil nicht, dass die jetzt irgendwie aus Versehen Dorfbewohner angreifen, dann kommt die ganze Armada da gleich angerannt. Das wäre natürlich auch ein bisschen scheiße. Okay, jetzt erstmal ganz kurz die Einheiten sammeln, damit hier keiner einzeln langläuft. Schön. Kuschluk ist unser Gast. Es wäre ehrlos von uns, ihn fortzuschicken. Es ist Genghis Khan. Wir möchten fliehen. Okay, das kannst du vergessen. Das ist schade. Was könnten wir tun? Weil wenn er weggeht, dann schaffen wir es nicht mehr. Weil wir müssen erst durch die Palisade durchkämpfen. Ich kann es ja eben ganz kurz zeigen. Aber eigentlich müssen jetzt die ganzen roten Truppen uns halt angreifen. Und vielleicht kommen die halt alle von rechts angelaufen.
Und da ist wenigstens Ende. Weil es sind jetzt solche großen Massen an Gegner. Lauft um euer Leben! Kannst du vergessen. Weil selbst wenn wir den Kampf hier gewinnen sollten, wobei es echt unrealistisch ist, weil die Unterzahl ist schon echt krass hier. Nee, keine Chance. Aber wir müssten natürlich die Palisade durch und der ist halt schon bis nach da hinten gerannt. Das bringt nichts. Wir müssen was anderes machen. Also die... Durchrennen können wir nicht, weil wir laufen genau in die Armee rein. Das klappt nicht. Wir könnten... Also nicht, wir könnten, wir müssen unten lang. Wir können versuchen, uns unten durchzukämpfen. Also ganz außen an der Mauer. Das könnte funktionieren. Es muss ja einen Weg geben, weil... Die Achievements, die sind ja so gesetzt, dass das auch Sinn macht irgendwie. Ja? Es muss ja möglich sein. Weil das macht keinen Sinn für mich. Ich habe ein Dorf der Taichigut im Norden gesichtet. Vielleicht können wir die Einwohner überzeugen, uns zu folgen. Ja. Weil es macht für mich keinen Sinn, wenn wir jetzt da hingehen und, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist doch egal. Der hat mich rausgebracht, der Typ mit seinen Taichiguten. Ich wollte sagen, weil das Achievement hier unmöglich ist, ne? Das dürfte eigentlich nicht funktionieren. Also mit einem Dorf, wenn das da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dann muss die auch existieren. Weil ich weiß nicht, ob die da einfach ein Achievement reinbringen, was man eigentlich so gar nicht hinkriegen kann. Das wäre auch ein bisschen sinnlos irgendwie, ne? Ah, da geht's gleich durch. Wir müssen hier lang. Okay. Ja, hoffentlich ist hier kein Turm drin. Aber ist ja gut. Wir können auf jeden Fall hier versuchen außen rum zu gehen. Da müssen wir uns zwar durch zwei Palisaden durchkämpfen, aber Hauptsache wir skippen die Armee. Hi. Moin. Nur guck mal, allein hier zum Hinlaufen brauchen wir schon 2 Minuten. Also Ingame-Zeit halt. Okay, dann greifen wir das äußerste Stück an, aber ich glaube, dann greift die Armee uns gleich an. Wir versuchen es trotzdem mal. Aber ich meine jetzt gleich von den Gegnern. Wir speichern hier mal trotzdem ganz kurz, falls das klug ist. Nicht Autosave. Na. Nee, dann kommen die ganzen Gegner angeschissen. Das kannst du komplett vergessen. Okay, das geht also schon mal nicht. Dann ist das auch im Speichern scheißegal, weil dann geht das nicht. Okay. Ich brauche einen neuen Plan. Ich mache mal ganz kurz. Was könnten wir tun? Also hier außen durchkloppen, das geht nicht. Also das ist nicht drin. Das heißt, wir müssen hier durch rein. Ich habe ein Dorf der Taichigut im Norden gesichtet. Vielleicht können wir die Einwohner überzeugen, uns zu folgen. Also wenn wir hier reingehen, da oben funktioniert es nicht. Das heißt also, wir müssen zwangsweise in die Armee reinlaufen. Einen anderen Weg gibt es so nicht. Also außer ich habe jetzt irgendwie hier was übersehen, was man machen könnte, aber... Oder ist irgendwie so ein Außen, wo man durch kann? Nee, ne? Nee, über die Klippen kommt man, glaube ich, gar nicht. Nirgendwo. Nee. Dann würde ich sagen, machen wir das so, weil ich denke mal, das könnte funktionieren. Pass auf, es wäre eventuell möglich, den wegzubaiten, den ganzen Pulk von Gegnern. Und damit der Armee durchzulaufen. Da oben nicht geht, würde ich es hier unten versuchen. Und dann quasi durch das Mauerstück durchgehen. Weil sobald wir die Dinger hier berühren, rennt er weg. Da oben sind wir, da ist er schon abgehauen. Aber vielleicht klappt es hier rum. Weil wir müssen da rein. Der darf nicht wegrennen, weil sonst ist er... Weil spätestens bei den Truppen hier, da kommen wir nicht mehr durch. Wenn die sich gesammelt haben. Das kannst du vergessen. Dann, das heißt, ja, wie locken wir die raus? Am besten einfach irgendwo angreifen, wa? Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach den Kavallerietypen, hauen da einmal drauf, auf den Turm. Schicken den dann Richtung Norden, 10-mal hin und her irgendwie so, oder sagen halt, jo, verpiss dich. Oder lassen ihn halt hier hinten in dem Weltwunder vorbeilatschen, aber so ein riesen Kreis, dass er halt weg ist. Und der ganze Teil der Armee, die 10 Leute, laufen dann hier durch. Gehen relativ weit unten und hauen dann darf das Mauerstück drauf. Dann rennen wir da durch und greifen ihn an. Das wäre so die Theorie, die ich jetzt hätte. Ja. Mal schauen, vielleicht funktioniert's. So. Ach, nicht Kapitel speichern, lol. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob das überhaupt funktioniert.
Ich habe ein Dorf der Taichigut im Norden gesichtet. Vielleicht können wir die Einwohner überzeugen, uns zu folgen. Okay, wir probieren jetzt das Ding anzugreifen. Warten ganz kurz mit den Truppen hier. Jetzt gleich haben die alle angeschissen. Wir machen mal ganz kurz ein bisschen Zweikampf mit dem, nur kurz. Nein. Okay, das könnte funktioniert haben. Wir speichern ganz kurz. Vielleicht hat es ja funktioniert. Okay, die Briten laufen ihnen schon mal hinterher. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Dann gehen wir jetzt hier am Turm vorbei und gehen da rein. Kutschluck ist unser Gast. Es wäre ehrlos von uns, ihn fortzuschicken. Jetzt nichts angreifen. Wir werden kurz das große Zelt zerstören. Genghis Khan kann auf dem Boden bei den Kamelen schlafen. So, weiter bitte, Leute. Das sieht schon mal gut aus. Ich will mal auf Kapitel speichern drücken. Was ist da los? Das sieht schon mal gut aus. Guck mal, die ganze Masse, die dem hinterherläuft. Nice. Das war auch echt wichtig. Jetzt darf er nicht wegrennen. Wenn der wegrennt, dann weiß ich nicht, wie es geht. Oh, es funktioniert. Das wäre gut. Okay, dem geht's noch gut. Okay, wird gespeichert. Jetzt nicht bergab kämpfen, weil der ist immer noch ein Held, darf man nicht vergessen. Es ist Genghis Khan. Wir müssen fliehen. Haltet ihn auf. Er darf nicht... Ja, er kämpft. Wichtig. Boah, hat er viele HP. Egal, schaffen wir. Oh mein Gott. Das ist die Rache des Großkhans. Geil. Lol. Können wir doch bitte gewinnen? Oh, Gott sei Dank. Ey, stell dir vor, du hättest jetzt verloren wegen Truppenmangel. Lol. Kuschelattentat. Nice. Okay, cool. Krass. Es gibt also einen Speedrun für diese Mission. Aber das ist aber sogar tatsächlich mehr Luck gewesen, als ich gedacht habe. Weil ich wollte eigentlich nur die berittenen Einheiten rauslocken. Aber dass alle dem hinterherlaufen. Das ist natürlich geil. Also ist tatsächlich der Weg, das zu machen, der frontale Direktangriff. Kranke Scheiße. Nicht schlecht. Okay, dann war das doch tatsächlich einfacher, als ich gedacht hätte. Hätte ich nicht gedacht. Dann geht's zum nächsten Mal zu kumanischer Durchmarsch. Oh. Was war das nochmal? Kotian Khan. Schlacht an der Kalka. Weiß ich gerade gar nicht. Ah, sehen wir dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.